Wollen wir anfangen? Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Gut. Wo kommen Sie her? Ich wusste nicht, dass Sie ein Interview mit mir führen wollen. Was macht ein Filmjournalist so den lieben langen Tag, wenn keine neuen Filme in den Kinos laufen? Das ist eine der Fragen, die ihr mir geschickt habt, und das ist eine Frage, die ich mir selbst des Öfteren stelle. Eine Antwort darauf, er tut das, was ich im Augenblick tue, nämlich eure Fragen zu beantworten. Und ich kann gleich vorweg sagen, die meisten Fragen wurden geschickt über die Zeit nach dem Augenblick, an dem alle Projektoren in allen Kinos wieder angeworfen werden. Hi, wie wird das Kinojahr 2020-2021 aussehen? Fragt etwa Benedikt. Da wurde ja einiges nach hinten geschoben, schreibt er ganz richtig. Wird dann 2021 überladen sein oder gleicht sich das durch den Produktionsstopp wieder aus? Danke für die Frage, Benedikt. Eine Frage, die mich auch interessiert. Und deshalb habe ich einige mir bekannte Vertriebsleute in den Studios angerufen, was übrigens nebenbei bemerkt gar nicht so einfach war, denn von vielen habe ich nur die Studionummern und die Studios sind total geschlossen. Aber einige habe ich zu Hause privat erwischt und ich habe ein kleines Fazit gemacht. Sie sagen übereinstimmend, in der Filmgeschichte, und das schließt Kriegszeiten ein, sei es noch nie so schwierig gewesen, verbindliche Starttermine für Filme festzulegen, weil einfach nicht präzise voraussagbar ist, wann global das Ende von Covid-19 zu erwarten ist und wie dieses Ende aussehen wird. Kinos geöffnet, aber nur begrenzte Zuschauerzahlen. Viele Kinos geöffnet, aber nicht unbedingt in wichtigen Märkten. Nur nicht einmal die Öffnung aller Kinos global mit unbegrenzten Zuschauerzahlen garantiert ein faktisches Ende. Vielleicht ist da nämlich eine psychologische Nachwirkung. Man kann und darf zwar wieder in die Kinos gehen, aber vielleicht will man gar nicht, wegen einer nach wie vor virulenten Kontaktangst. Gleichzeitig bemühen sich die Studios aber, möglichst schnell Termine festzulegen, sozusagen um einen guten Platz im Kalender zu sichern und auch in der Absicht, die Konkurrenzstudios zu zwingen oder zumindest zu veranlassen, deren Top-Filme in den noch freibleibenden Daten zu platzieren. In dem wie immer informativen und zuverlässigen Begleittext von Stefan Temp findet ihr meine Zusammenstellung der Starttermine, wie ich sie zu diesem Zeitpunkt recherchieren konnte. Aber bitte dran denken, wie beim Lotto, keine Gewähr. Die bisherigen Daten geben vielleicht einen Einblick, was nach Corona in den Kinos los sein wird. Ich musste natürlich von den US-Daten ausgehen. Es ist sogar denkbar, wie ich höre, dass einige Filme in Europa, auch in Deutschland, vielleicht früher anlaufen als in den Staaten, weil eventuell dort Quarantänen früher gelockert werden. Wie es aussieht, wird es zu einem regelrechten Filmstau wohl nicht kommen. Denn viele der Produktionen, die jetzt angelaufen wären, wurden ja bekanntlich bei den Streamers deponiert oder gingen direkt zum VOD, zum Video on Demand, wie Judd Apatow's The King of Staten Island, der am 19. Juni anlaufen sollte. Das ist aber eine Notlösung, die den Studios überhaupt nicht behagt. Die Studios haben zwar ihre eigenen Streaming-Services, die natürlich Futter brauchen, aber das Kino ist nach wie vor der bevorzugte Start, vor allem für die superteuren Großprojekte, die sogenannten Tentpole-Filme, die weltweit zu Events werden und danach die große Kohle bringen im sogenannten Ancillary Market, also in der Weitervermarktung des Films. Deshalb werden viele der kommerziell wichtigen Filme nach hinten verschoben, weit nach hinten verschoben. Selbst Filme, die für 2021 geplant waren, wie etwa John Wick Chapter 4, wird vom Mai 2021 auf Mai 2022 verschoben. Oder Sonys Spider-Man Sequel von Juli 2021 auf November 2021.
Auch die nächsten beiden Mission Impossible Sequels rutschen in die Zukunft. Sequel Nummer 7 vom Juli 2021 auf November 2021 und Nummer 8 wurde jetzt für November 2022 gebucht. Mit diesen Entscheidungen wollen die Studios zwei Dinge bewirken. Erstens wollen sie auf Nummer sicher gehen, indem sie logischerweise das größtmögliche Publikum für ihre Top-Filme finden. Und das lässt sich natürlich nur in einer Zeit garantieren, wenn Corona eigentlich nur noch in der Erinnerung stattfindet. Und zweitens, ihre Entscheidung, Filme in die Zukunft zu verschieben, vermindern, wie gesagt, gleichzeitig einen Datenstau. Und diese Verschiebungen ermöglichen in der Zukunft den einigermaßen normalen, regelmäßigen Ablauf von Filmstarts, trotz der jetzt verzögerten Produktionen von neuen Filmen. Ein Studiomanager verriet mir sogar, dass man sich sogar überlegt hat, Filme, die jetzt schon gestreamt werden oder per VOD abrufbar sind, nach Corona doch noch in die Kinos zu bringen. Aber es bleibt natürlich sehr fraglich, ob die Kinobesitzer da mitziehen. Und einige Leute in den Vertriebsabteilungen arbeiten bereits jetzt an potenziellen Re-Releases von Kultklassikern, um etwaige Distributionslücken zu füllen. Falls alle diese Prognosen meiner Gesprächspartner mehr oder weniger zutreffen, dann wird es weder zu einem stark spürbaren Filmstau kommen, noch zu einer Durststrecke, sprich zu einer Filmflaute. Ich bin mir bewusst, dass ich bei diesem sogenannten Q&A nur auf einen einzigen Fragenkomplex eingegangen bin. Dabei gab es so viel mehr Fragen zu beantworten und das will ich dann tun, when I see you next time.